Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Fall Guys. Wir schauen mal rein in die Spielauswahl. Und es gibt gemischter Überlebenskampf, Spielpioniere und Spielpionier-Mix. Also das, was wir letztes Mal auch schon hatten. Jetzt haben wir aber diese drei gespielt und eine Solo-Show. Deswegen würde ich sagen, machen wir das hier. Gemischter Überlebenskampf und Überlebenskampfprobe. Weiß gar nicht, womit wir dann anfangen. Mit der Probe, oder? Gehen wir rein in die erste Runde. Schauen wir mal. So, Runde 1. Beanford. Weiß jetzt noch nicht genau. Ach, das ist wieder das. Okay. Das haben wir schon mal gespielt. Jetzt Knallball. Nur mit Special-Sachen. Das ist auch diese Nashörner. So, ich bin raus. Was ist das denn, Mann? Haut mich das Nashorn runter. Gleich in die nächste Runde. Das müssen wir ganz schnell vergessen. Runde 1 jetzt nochmal. Back and forth. So, man muss... Das ist witzig. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Ich muss in die Richtung hier weiter. Das ist richtig stark, der Modus. Es wechselt immer hin und... Oh mein Gott, nein. Es wechselt immer hin und her, in welche Richtung es geht. Nein. Jetzt auch noch an den Seiten. Man muss so mittig bleiben am besten. Jetzt kommen diese ganzen Blöcke hier zurück. Das ist richtig cool, die Show, muss ich sagen. Und wir sind durch. Runde 2 spielen wieder Beanford. Das, wo wir eben... so unglücklicherweise rausgeflogen sind. Ja. Hier wird jetzt gleich richtig weggehauen. Nein, was? In welche Richtung ging denn das? Nein, 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 nein. Ich habe mich selber rausgehauen. Ich hasse diesen Modus. Warum haue ich mich selber raus? So, alle guten Dinge sind drei. Es geht los mit der Slime-Surfer-Show. Haben wir ja schon oft genug gemacht eigentlich. Müsste easy durchgehen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich mich letztes Mal qualifiziert habe. Da wurde ich ja am Ende runtergehauen von einem. Aber Hauptsache, wir hatten es letztes Mal. Und jetzt sind ja auch schon... Oh, da hätte ich gerne auch einen mitgenommen. Nein. Nein, oh Mann, 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 Mann. Was mache ich denn? Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, ich sollte in eine andere Show gehen. So, jetzt spielen wir nämlich mal gemischte Dings. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Gemischter Überlebenskampf oder so. Und... da hat sich's natürlich ausgespaßt hier. Ja, den haben wir. Oh ne, er lebt noch. Jetzt haben wir ihn doch. Es ist letzte Runde. Wurde mir von dem Vorschau-Ding hier so mitgeteilt. Und deswegen werden wir ihn jetzt hier runterhauen. Wenn wir ihn kriegen. Wir kriegen ihn aber nicht. Er kommt uns weg. Jetzt verfolgt er mich. Aber damit kann ich umgehen. Was macht denn das Vieh? Ach du Scheiße, er wollte uns beide killen. Und wir konzentrieren uns so auf uns. Oh oh. Oh oh. Dass der andere da hinten... Wo ist denn der andere? Ja, der ist da hinten ganz entspannt. Und jetzt, mein Freund, da war es das für dich. Nein. Oh. Okay, das ist ein intenser Fight und der dritte hält sich einfach raus.
Er will mich hier. Ja. Nein, wo fährt er denn hin? Oh oh. Wo ist er hin? Er ist raus. Hä? Ihn das? Wie ist er rausgeflogen? Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Und jetzt wird's spaßig. Er hier hat die ganze Zeit Zeit, sich zu überlegen, was er macht. Ja, er ist der Beste, ne? Er läuft einfach vor mir weg. Das ist sein Plan. Bro, einer muss hier runter, ne? Könnte risky halt den Weg gehen. Ja. Er kann halt nur weglaufen. Was wird das bringen? Wenn du jetzt vor mir wegläufst. Wir fahren hier mal eine Runde mit und steigen dann aus, wenn wir ihn haben. Nein. Ach, ich dachte, ich könnte hier absteigen und ihn dann damit irgendwie überraschen, keine Ahnung. War eine spaßige Runde, er ist am Ende dadurch weglaufen gewonnen. Müssen wir mal eine andere Show jetzt nochmal ausprobieren. So, Runde 1 in der Solo-Show beginnt mit Schaltkreislauf. Ich dachte mir zur Entspannung jetzt mal schön eine Solo-Show, sollte auch wohl klappen. Hier ist wieder ein bisschen enger. Wir haben uns aber durchgewurstelt. In Runde 2 geht das so viel schneller halt dann unten lang. Nein, 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 nein. Nehmen wir noch eine Runde mit. Top 27 sollten wir easy hinbekommen. Einer wird da draufsteigen, ist das Problem. Okay, doch nicht. Wir sind gut durchgekommen. Das war perfekt, der Run. Und jetzt kann man hier easy durch. Man muss nicht hochklettern. Man vielleicht schneller, wenn man so läuft. Ja, ich habe gut aufgebaut auf ihn, aber er wurde auch weggehauen. Oh, oh nein, jetzt habe ich wieder... Ah, konnte ihn wieder überholen. Es könnte sein, dass ich Zweiter bin. Bin ich drauf gekommen. Das war nicht so smart. Ich war auf V1 wahrscheinlich. Aber jetzt wird es eine ganz knappe Nummer. Doch, Erster, sauber. Runde 2 sind wir hier auf den Rollen unterwegs und werden abgeschossen. Das kann mal blöd enden. Wenn einer so eine Frucht trifft. Was? Oh mein Gott, nein, ich passe nicht auf und werde runtergeschoben. Ey, das ist wirklich eine Folge zum Vergessen heute. Wir gehen in die nächste Solo-Show. Was soll denn das? Runde 1. Jetzt können wir mal performen. Komm. Geht los hier mit der Flugzeit, glaube ich, heißt es. Na gut, das war's aber auch schon wieder. Mit der Performance. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja, gut, nochmal dagegen vielleicht. Häng fest. 22%. Es kann schon wieder der Fullbruch sein. Komm schnell rüber. Ist noch keiner durch. Nein. Es macht Spaß. Nee, ich glaube, es ist einfach mal auch Zeit für eine Folge geplagt von Niederlagen. Ich kann das nicht mehr, ne? 5 Leute sind durch, ich habe 36%. Prozent. 74% bringt mir aber auch nichts, wenn ich am Ende nicht weiterkomme. Bitte lass mich noch mitkommen. Ich werde mein Bestes geben danach. Nein. Nein, nein, ich kann das nicht mehr. Ich bin raus. Es ist eine Qual gerade.
Was war das? Ich hatte so viel Pech. Und wir probieren es nochmal in der Solo-Show hier. Ich weiß nicht, was heute los ist. Immer wenn ich so ein bisschen was irgendwie mit... Na gut, man kann auch nicht sagen, dass es mit Glück zu tun hat. Aber das war echt eine Frechheit eben bei dem Flugzeit. Wie ich da manchmal runtergefallen bin. Natürlich habe ich jetzt auch nicht grandios gespielt, aber ich muss so sagen, hätte ich ein bisschen mehr Glück gehabt, wäre ich auch mal irgendwie oben geblieben oder hätte mich wahrscheinlich qualifiziert. Alter, ihr seid so witzig. Jump einer drauf mal. Alter, fahr da her. Ja, hier ist ganz schön voll. Und ich komme übel spät erst durch. Ja, nehme ich einfach mit. Ja, sauber. So geht's doch auch. Das erwarte ich mir von Glück. Das ist nicht sein Ernst. Alter, hätte er mich jetzt geblockt und ich hätte es nicht geschafft, wäre ich richtig sauer gewesen. Oh, oh, warte mal. Wird noch eine knappe Nummer, aber wir sind durch. Runde 2 geht's durch die Röhren. Oh, ein goldenes Hühnchen dabei. Ich glaube, das kriegt man vielleicht immer noch ab einer bestimmten Anzahl von Wins. Weiß ich aber nicht mehr. Hundertprozentig, ob das stimmt. Ja, in Gelb haben wir es nicht reingeschafft. Müssen wir Grün mitnehmen. 20 Leute kommen weiter. Müssen wir uns ein bisschen anstrengen, ne? Damit das hier noch was wird. Okay. Und wenigstens von keinem... Ich wollte gerade sagen, von keinem Luftballon getroffen und dann trifft mich doch noch einer. Es kann nicht wahr sein. Wir nehmen mal... Nein, nehmen wir nicht. So, ganz entspannt geht's hier lang. Lass das. Das ist nicht dein Ernst. Was soll denn das? Er schiebt mich da runter. Ist das asozial von ihm? Jawohl, wir sind hier dran. Was ich richtig fühlen würde, wenn er sich nicht qualifiziert. Aber ich weiß leider nicht mehr, wer er war. So schnell vergisst man den. Nein. Warte mal. Ich scheide gerade aus. Ich scheide aus, weil ich dagegen fliege. Es kann nicht wahr sein. Heute ist echt ein rahmschwarzer Tag. So. Ich kann es nicht mehr. Wenn ich mich jetzt nicht qualifiziere, weiß ich auch nicht weiter. Also fürs Finale, ne? Ich habe mich ja schon für andere Runden hier qualifiziert, aber ich möchte mir wieder ins Finale kommen. Ich möchte zu alter Form zurückfinden. Und nicht wieder irgendwie dumm ausscheiden. Also das haben wir letztes Mal auch schon gut gemacht hier. Und diesmal glaube ich auch daran, dass wir uns qualifizieren können. Aber dann kommt gleich wieder irgend so eine Scheiße, wo ich einfach rausfliege aus irgendeinem blöden Grund. Das sehe ich schon kommen. Aber es könnte sogar sein, dass wir hier wieder auf der 1 sind. Ne? Ist ja lächerlich. Ja. Hier schließen wir als erster das Teil ab. Also war ja letztes Mal auch so. Und dann fliegen wir irgendwie, keine Ahnung, wie viel Runde raus. Ja, dann... Das war schon mal sehr gut. Okay, ja, jetzt überholen sie mich nacheinander. Obwohl, ich bin immer noch auf der 1. Ah, gut, nicht mehr ganz. Geh runter, geh runter. Jawohl, ist einer draufgejumpt. Okay, zweiter sind wir gerade. Wo ich dachte... Ja, er hat sich gut nach vorne boosten lassen, aber ich werde trotzdem als erster am Ziel sein. GG. Und nächste Runde, Knallantes. Wieder ein bisschen Spaß hier reinbringen in die Runde. Hier zu meinem... Oh ne, ne? Zu meinem Main-Spot. Und da in die Masse rein. Komm, einer kann doch noch mal fliegen. 6 sind schon raus von 11. Hauptsache, ich fliege hier nicht. Oh, da ging es aber auch noch mal heiß her. Ja, greif halt mich, du Profi. Du haust dich nur selber mit raus, wenn du mich hier angreifst. Also, ganz ruhig. Müssen noch 2 raus, einer noch.
Und da sind wir schon durch. Guck mal, es geht doch. So, jetzt müssen wir hoch auf den Berg, ne? Schleimkraxler. Ist eigentlich auch machbar, sag ich mal. Alter, wenn ich hier oben schon nicht hochkomme, wie soll denn das machbar sein? Die ersten beiden sind schon raus. Ich habe mir ein bisschen getrödelt, würde ich sagen. Oh mein Gott. Nein, nein, nicht in diese Lücke. Es läuft gar nicht gut. Es läuft wieder gar nicht gut. Und das ist aber auch diesmal sehr doll meine eigene Schuld, aber es ist noch gar nicht so hoch. Der Schleim, da ist noch alles in Ordnung. Wir laufen hier ganz entspannt lang. Soll nichts passieren. Hier nehmen wir die kleine Abkürzung. Und hopp. Wenigstens wartet hier keiner nervig und hält einen fest. Und jetzt. Das war ein super Hecht. Ja, den kann man, ja, kann man, den kann man sie, ach, keine Ahnung, was ich sagen wollte, kann man sehen lassen, wollte ich irgendwie sagen, aber hat überhaupt nicht gepasst. So, jetzt ganz vorsichtig von oben so ein bisschen gucken, wo einem der Hammer nicht erwischt. Und da sind wir auch schon durch. So läuft der Hase. Und weiter geht's. Ruta, Enla, irgendwas. Oh nee, ne? Ich erinnere mich dran. Die Map haben wir schon mal gespielt. Ich... Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Da bin ich fast dran verzweifelt, weil ich da so ewig für gebraucht habe. 7 Leute qualifizieren sich. Das heißt wahrscheinlich... sehr wahrscheinlich ist dann... Ach, ist danach das Finale. Das muss ich jetzt hinkriegen. Bitte lass mich nicht im Stich. Danke. Aber es sind, viele sind vor mir. Das wird ein kleines Problemchen geben. Aha, da sind wir gut durch. Haben einen Platz gut gemacht. Ja. Oh nee, ne? Er ist es im Ziel. Oh, was? Warte mal. Doch, ich werde der Letzte, der auch noch ins Ziel kommt. Jawohl, wir sind im Finale. Und wir sind jetzt im Finale, wie angekündigt. Und wir müssen den Berg hoch. Jetzt wird's richtig spannend. Hier kann man mit sehr viel Pech... Oh nee, ich bin auch auf der blöden Seite, aber gut, ne? Mit sehr viel Pech kann man ja richtig gebrochen werden. Nein, 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 das war schon der erste Bruch. Bin vielleicht auch dumm gelaufen, muss man dazu sagen. Aber... ja... ich hänge ziemlich doll hinterher. Jetzt macht er auch noch ein Salto. Ich fasse es nicht. Ja. Keine Chance. Heute soll es nicht sein. Wir gehen zurück zur Lobby. Ja, Leute. Das war's mit der Folge. Ich konnte nicht so performen, wie ich gerne performt hätte. Hat trotzdem Spaß gemacht, das eine oder andere. Man, das war natürlich ein bisschen ärgerlich, wo wir dann ausgeschieden sind. Aber so ist es nun mal. Manchmal muss man auch sich geschlagen geben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.